gab zu Zeiten der Industrialisierung in England eine große Textilfabrik. Und bei dieser Textilfabrik, die war davon abhängig, dass die Dampfmaschine am Zentrum dieser Textilfabrik funktioniert und den ganzen Laden am Laufen gehalten hat. Das war alles für diese Fabrik. Der Fabrikinhaber, der jeden Tag zigtausend Pfund Umsatz gemacht hat, war davon abhängig, dass das Ding funktioniert. Eines Tages ist die Dampfmaschine kaputt gegangen. Also ruft der Textilfabriktyp den Experten für Dampfmaschinen an. Sagt, hey, shit, die Dampfmaschine ist ausgefallen, komm bitte so schnell und löst dieses Problem für mich. Er kommt also mit seinem Werkzeuggürtel, kommt an und schleicht um die Dampfmaschine rum. Fühlt, hört, riecht. Und dann bleibt er an irgendeinem Punkt stehen, weil er das Gefühl hat, ja, ich glaube, ja, ja. Testet nochmal kurz. Holt seinen kleinen Hammer raus, so richtig klein. Das ist eine Schraube. Haut da dreimal gezielt drauf. 1, 2, 3. Bumm, die Dampfmaschine läuft wieder. Der Fabrikbesitzer ist komplett happy und sagt, wow, krass, danke, dass du mir diese Lösung gegeben hast. Wie viel kriegst du? Er sagt, ja, 150 Pfund. Was, 150 Pfund? Du warst nur 5 Minuten hier, hast nur einmal, dreimal mit dem Hammer draufgehauen. Ja, das Hammern hat auch nur 1 Pfund gekostet. Aber das Finden der richtigen Stelle, zu wissen, welches Tool wo, das hat 149 Pfund gekostet. Und das liegt hier, Leute. Das ist unser Key Asset Nummer 1 als Coach. Als ich mit Uwe Krupp bei den Kölner Haien gearbeitet habe, hat er mir das gesagt, Gerrit, am Ende des Tages kommen die wichtigsten Dinge von hier. Viel hier oben kann es Struktur geben, aber als Coach müssen es fühlen. Und das sind die Tools für Struktur und Tools für die Dunkelheit. Danke.